Liebe Freunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge Ali der Bastler. In dieser Folge geht es wieder mal um ein paar Informationen, ja, was hier so auf meinem Kanal passiert oder in meiner Werkstatt passiert, was sich so alles verändert hat in den letzten 2-3 Wochen. Und zwar fangen wir mal am besten direkt an, das ist jetzt irgendwie ein Monat, über anderthalb Monate ist das jetzt her, habe ich mich mit Marcel von Bau Boom Bang, Habo und Laura Kampf getroffen. Habo kam an dem Abend dorthin, haben wir uns zusammengetan, haben was schön gegessen, getrunken, uns unterhalten über YouTube, über das Handwerk, über Erfahrungen oder Zukunftspläne und. Also es war wirklich sehr, sehr informativ, ein sehr schöner, gemütlicher Abend. An dieser Stelle möchte ich mich bei Laura, bei Habo, Marcel bedanken für das nette Gespräch und wir haben echt viel gelacht und es war auch lange, 4 Stunden saßen wir zusammen. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir das irgendwann wiederholen. Ich habe die 2 Regale, die ich an der anderen Seite, an der anderen Wand hatte, habe ich hier rüber geholt. Warum ich das Ganze jetzt hier rüber geholt habe? Weil ich nämlich auf der anderen oder zur anderen Wand mit der Tischkreissäge arbeite. Und da habe ich wirklich öfters mal Dreck, Schmutz, Staub. Die Maschinen werden dadurch viel schneller schmutzig, man muss sie öfter sauber machen und. Trotz der Absaugung, trotzdem fliegt ein bisschen Staub durch die Werkstatt. Dieser feine Staub setzt sich natürlich auch auf den Maschinen ab. Und um das ein bisschen zu verringern, habe ich die ganzen Sachen hier rüber geholt, weil die Wand bietet sich an und auf der Werkbank mache ich nicht viel. Also ich arbeite nicht viel hier, nur wenn ich mal Kleinigkeiten machen muss, dann bin ich auf der Seite. Ansonsten habe ich meine große Werkbank. Oder die etwas tiefere Werkbank. Ich habe meine Bandsäge verkauft. Meine Bandsäge, das wissen einige Leute, die mir auf Instagram folgen, haben ja mitbekommen, dass ich meine Bandsäge verkauft habe oder verkaufen wollte. Die habe ich dann auch für einen guten Preis abgegeben. Das Geld wurde natürlich wieder sofort investiert in ein anderes Gerät. Und zwar habe ich mir einen Kompressor gekauft. Mit einem Druckluftnagler zusammen und eine Ausblaspistole, also eine Luftpistole. Ich hatte damals auch gesagt, dass ich den Kompressor mal vorstellen möchte, euch mal zeigen möchte, wie leise das Ding ist. Das ist so ein Flüsterkompressor. Auch hier möchte ich mich bei jemandem bedanken, und zwar bei Mr. Handwerk. Ich habe mir nämlich seine Videos angeschaut. Da ging es um den Kompressor und auch der Nagler. Den zeige ich euch jetzt mal gerade. Das ist der Druckluftnagler von Makita. Der ist wirklich sehr schön kompakt, handlich. Da kann man bis zu 50 mm Nägel reinlegen. Ich glaube von 20 Sekunden. Ich schau mal gerade. Ich habe hier die... wo habe ich die jetzt hingetan? Das ist ja typisch Ali. Nach den ganzen Umräumarbeiten. Achso, hier. Da sind jetzt Nägel drin von 20 mm bis 50 mm. Von 20 bis 50 mm. Da sind 6000 Nägel drin. Da kostet so ein Päckchen, glaube ich, 8 Euro oder sowas. Ich finde es auf jeden Fall ziemlich cool, habe auch damit schon ein paar Mal genagelt, gearbeitet, hat echt super Spaß gemacht. Ich werde euch auf jeden Fall mal die Videos, die der Mr. Handwerk dazu gemacht hat, letztendlich hat er sich die Mühe gemacht und die beiden Geräte vorgestellt, werde ich euch auf jeden Fall verlinken, könnt ihr euch gerne anschauen. Ich werde dazu jetzt keine technischen Dinge zu den Geräten erklären, wie gesagt, also da ist der Mr. Handwerk ziemlich fleißig gewesen und hat sich die Mühe gemacht und hat da 2 Videos rausgehauen. Könnt ihr euch gerne anschauen. Apropos Kompressor, ich zeige euch den mal gerade. So, und hier haben wir hier den kleinen Kompressor. Der hat ein Volumen von 9 Liter. Ja, ist natürlich klein, kompakt. Genau das Richtige für meine Werkstatt, weil was Größeres brauche ich nicht. Was Größeres könnte ich auch gar nicht hier unterbringen. Deswegen war es mir wichtig, dass er klein, kompakt und natürlich auch sehr leise ist. Ich habe natürlich jetzt keinen Vergleich dazu, aber man kennt, ich weiß nicht, der eine oder andere vielleicht auf der Arbeit, ja, da stehen die Kompressoren, die ordentlich Krach machen, laut sind. Teilweise stehen sie auch außerhalb der Werkstatt, dass man nicht, oder im Keller oder sonst wo, dass man das nicht mitbekommt. Aber das Teil ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich habe hier noch eine Pistole dazu geholt, um auch mal... Ah, da hat sich die Druckluft rausgelassen.
Ich kann euch dann auch direkt mal präsentieren. Vielleicht kriegt ihr das im Video so ein bisschen mit, wie leise das Teil ist. Machen wir den Hahn zu, alle Öffnungen zu. Okay, dann schalten wir das Ding mal an. Ein. Ihr habt gehört, wie leise das Ding ist. Beim Arbeiten stört mich das überhaupt nicht, wenn es mal nachpumpt, solange ihr die Schalter offen lässt und der Druck auf 6 Bar runtergeht, wird er sich automatisch wieder einschalten und dann wieder nachpumpen. Maximal hat das Ding 8 Bar drauf und damit kann man ordentlich viel, ja, ich sag mal, mit so einer Luftpistole haut ihr natürlich jede Menge Luft raus, das ist ganz klar, aber bei so einem Druckluftnagler hält das Ding eigentlich ja doch einiges. Und wenn es mal leer ist, dann ist das Ding in eine Minute und 10 Sekunden habe ich mal gemessen, ist das Ding wieder voll. Und das ist jetzt nicht die Welt. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr eine halbe Stunde drauf warten müsstet. Was das Ding kostet und was auch der Druckluftnagler alles kostet, das werde ich euch mal alles verlinken. Plus auch die Nägel, die tue ich dann auch mal verlinken. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Das hier ist mein zweites Gerät. Hier ist ein Magnetventil, das war bei mir defekt, das heißt, der hat mal wieder nachgepumpt, beziehungsweise so weit gepumpt, bis über 8 Bar. Der darf eigentlich nur 8 Bar haben, bei 8 Bar wird er sich dann abschalten und sobald er auf 6 Bar sinkt, pumpt er nach. Bei mir war hier das Teil kaputt, habe den Hersteller angerufen, die waren so cool drauf, wirklich vom Service her kann ich sagen, top. Hab die angerufen, hab gesagt, so und so, das Ding ist defekt. Die waren so cool drauf, die haben gesagt, packen Sie das Ding wieder ein, wir schicken Ihnen ein neues und nehmen das alte Gerät wieder mit. Und es war dann in 3 Tagen erledigt. Es gibt wirklich bestimmt gute Geräte, bessere Geräte, aber mit dem Gerät bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Ja, kommen wir mal zum nächsten Thema. Ich habe hier das Schneidbrett liegen, das habt ihr ja sicherlich schon gesehen. Das ist das Schneidbrett, was ich mir über einen Monat ist es jetzt her, habe ich mir das Teil gebaut. Es haben einige Leute geschrieben, ja, optisch sieht das gut aus, aber technisch ist es auf jeden Fall nicht in Ordnung, weil das Material nicht für ein Schneidbrett geeignet ist. Es ist Multiplex, ja, und es ist selbst verleimt, schön gehobelt, eingeölt, geschliffen, eingeölt und. Es ist wirklich optisch sieht das, mir gefällt es auf jeden Fall, das Design gefällt mir sehr, sehr gut. Aber ich muss auch sagen, nach 1,5 Monaten hat das Ding so ein bisschen nachgelassen. Ja, es ist von der Oberfläche her ist es eigentlich immer noch gut. Klar, man sieht immer noch ein paar Spuren, Messerspuren, das ist ganz normal, das habt ihr auch bei einem anderen Schneidbrettern. Aber was mir jetzt aufgefallen ist, diese Seite, die ist relativ gerade, ja, und dann haben wir aber auf der Seite, hat sich das Ganze verworfen. Da ist auf jeden Fall so ein Bogen entstanden und hier, gerade hier ist der Bogen entstanden, denn da ist nämlich ein Riss hier. Hier ist ein Riss entstanden und das hat verursacht, dass an der Stelle saugt es wahrscheinlich Wasser auf, also Feuchtigkeit, und dadurch ist halt dieser Bogen entstanden. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man damit? Kann man das als Schneidbrett weiterhin nutzen? Ich habe die letzten Male jetzt Brot darauf geschnitten, dafür ist das auf jeden Fall brauchbar. Genau. Dann kam ich letztens auf die Idee, mal ein bisschen hier in der Werkstatt aufzuräumen, sauber zu machen, besonders meine Tischkreissäge, weil da die Absaugung nicht so richtig funktioniert hat. Hat sich da jede Menge Staub und Dreck, Sägemehl in der Säge festgesetzt. Das wollte ich alles mal erstmal entfernen, sauber machen. Ja, und da habe ich mir, wie gesagt, die Mühe gemacht, die Absauganlage bzw. den Staubsauger, ja, den habe ich mal aufgemacht, da war auch ein bisschen Staub drin. Es lag daran, dass der Filter verstopft war, der Filter war total verdreckt, den habe ich ausgebaut und den ganzen Dreck abgeklopft. Mit der Luftpistole habe ich das Ganze mal ein bisschen sauber gemacht und dann bin ich damit hingegangen, habe es dann mit lauwarmem Wasser, ein bisschen Shampoo und mit einer feinen Bürste das Ganze mal sauber gemacht, trocknen lassen. Das Ding hat auf einmal wieder ordentlich viel Power gehabt. Es hat wirklich, es ist mittlerweile viel, viel kräftiger als vorher, weil vorher wahrscheinlich, als ich den Staubsauger geschenkt bekommen habe, war das Ding wahrscheinlich schon so ein bisschen damals schon verstopft oder verdreckt, dass die volle Saugkraft nicht gewährleistet war. Und als nächstes werde ich, wie gesagt, nach dem ganzen Umbau hier,
habe ich mir vorgenommen, hier HT-Rohre zu verlegen, dass ich meine Absaugung auf der Seite habe, weil hier habe ich keine stationären Maschinen, wo ich eine Absaugung brauche. Da habe ich, wie gesagt, beim Reinigen meiner Tischkreissäge habe ich Bienenwachs genommen, so ein Balsam, genau. Das ist etwas, ja, so ein bisschen matschiger. Ja. Bienenwachs-Balsam habe ich da genommen und habe die Oberfläche mal gereinigt. Es haben einige Leute gesagt, Sägestaub würde drauf haften. Nicht, wenn man es wirklich im Nachhinein schön poliert bzw. abwischt, da haftet nichts. Und es flutscht auch eigentlich ziemlich gut. Es haben aber auch viele geschrieben, ey Ali, warum nimmst du nicht Silberglide? Silberglide ist ein Produkt, ich will jetzt nicht Werbung machen, aber viele kennen das und viele wollen aber auch wissen, was es ist, die es nicht kennen. Das ist ein Mittel, das ist ja das nicht klebende Trockengleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen, steht hier drauf. Ich muss sagen, das Ding ist gut, auf jeden Fall gut. Das haben viele mir empfohlen. Deswegen habe ich mir mal so eine kleine Dose geholt, die gibt es auch in so einer Kilodose. Ich glaube, damit könnt ihr dann wahrscheinlich 10 Jahre mitarbeiten, weil mir jemand geschrieben hat, mit dieser 250 Milliliter Dose würde ich über 2 Jahre mit auskommen. Also das Zeug ist so ergiebig, ihr müsst davon wirklich hauchdünn auftragen und das hält sehr, sehr lange und da verklebt nichts. Und glaub, am selben Abend oder am Abend danach schreibt mir ein lieber netter Daniel, ja, von Basteltown, der Daniel, den kennt ihr ja sicherlich, hat mir geschrieben, dass er mir ein Sägeblatt zugeschickt hat. Hier ist die Originalverpackung, das hat irgendwie Sekunde. 60 Zähne ist halt etwas feiner als das Originalblatt, was verbaut ist. Ich werde es probieren, weil der Daniel, der hat es ausprobiert, der arbeitet da schon etwas länger damit und er sagt, er ist sehr zufrieden damit. Danke Daniel für das tolle Geschenk. Ja, ich werde, denke ich mal, werde ich damit sehr, sehr viel Spaß haben. Ja, ansonsten, ja, haben wir ja gesagt, Werkstatt, Umbau, Aufräumen, Aktion. Während ich hier angefangen habe zu reinigen, kennt ihr ja vielleicht, da fängt man an, die Tischkreissäge sauber zu machen und dann geht man in die Ecke, dann denkt man sich, okay, komm, dann machst du das auch noch sauber, dann nimmst du das mal in die Hand und reinigst. Ich habe hier wieder jede Menge Holz weggeworfen, habe dann auch hier in meiner Holzecke ein bisschen Luft bekommen und habe auch wirklich nur die Dinge behalten, die ich auch gebrauchen kann. An der anderen Wand, da zeige ich euch jetzt auch mal was. Ja, hier an der Wand habe ich so einen Halter gebaut für meine Schraubzwingen. Für die ganz langen da, die habe ich total vergessen. Jetzt haben sie ihren eigenen Platz. Im Moment finde ich ja so leer viel, viel schöner. Drüben an der French-Klietwand ist Platz entstanden, da ich jetzt von dort einige Dinge rübergeholt habe und manche Dinge sogar in die Schublade gepackt habe. Auch da werde ich irgendwann einen Halter bauen für Werkzeuge, die ich auch griffbereit haben möchte. Das ist so diese Veränderung, die jetzt noch stattgefunden hat. Es änderte sich ständig was. Und wenn ich demnächst noch hier Türen einbaue, ich habe ja jede Menge Topfscharnieren bekommen oder Topfbänder bekommen, geschenkt bekommen, die ich dann demnächst auch hier verbauen werde. Die Fronten, die werde ich höchstwahrscheinlich aus Multiplex machen. Ja, da werde ich wahrscheinlich 15er Multiplex für nehmen, weil ich will das schon so ein bisschen, dass das wenigstens von vorne so diese Türen, die Blenden, also die Türen, dass sie schön aussehen. Unten kennt ihr ja meine Schubladenblenden. Das sind so Fichte, Kiefer und die Griffe habe ich damals auch selber gemacht. Naja, nicht gerade so schön, aber wie gesagt, das ist so damals gemacht und heute gefällt es mir nicht. Heute würde ich da auch Multiplex für nehmen, die Türen, die Schubladenblenden und auch die Griffe komplett neu machen. Natürlich hat sich auch hier an der Wand was verändert. Ihr kennt ja meine Glaskästen. Allerdings wurde das Ganze ein bisschen aufgepeppt. Und zwar habe ich das Ganze hier nochmal ein bisschen nochmal eingeölt. Ja, war ja schon so dunkel, aber diese Glaskästen, die hatten keine Rückwand gehabt. Und zwar war das quasi nur ein Rahmen auf die USB-Platte, auf die USB-Wand montiert. Und so finde ich das irgendwie schöner. Mit einer eigenen Rückwand, die dann auch schwarz lackiert ist. Man sieht eben die Werkzeuge besser und das Ganze ist vor Staub geschützt. Ja, liebe Freunde, das war es heute von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr hattet für euch so ein paar Informationen entnehmen können, also brauchbare Informationen entnehmen können. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal in einem Projektvideo. Ich wünsche euch eine angenehme Woche.
Macht's gut, liebe Freunde. Bis dann. Ciao.